Frau Dahn, wenn man in diesen Tagen Internetforen großer Medien zur Krise in der Ukraine liest, dann fällt unmittelbar der große Unterschied zwischen der Meinung der Zuschauer und der Meinung der Redaktion auf. Die Redaktionen haben eine russlandkritische bis russlandfeindliche Haltung, die offenbar vom Publikum nicht geteilt wird. Sie haben ja jetzt eine Erklärung veröffentlicht, auch zu der Krise in der Ukraine. Was hat Sie dazu motiviert? Ja, ich habe diesen Unwillen in meiner Umgebung auch gespürt über die Art und Weise, wie viele Politiker und noch mehr Medien diese Krise hierzulande handhaben. Und ich hatte den Eindruck, da fehlt eine Art Stimme, die zumindest sagt, wir beobachten das kritisch und wir wissen manches auch besser und anders. Und ich habe nicht die Illusion, dass damit jetzt wirklich heute oder morgen irgendwas geklärt wird, aber dass die, die verantwortlich sind, doch merken, das, was sie tun, wird beobachtet und es gibt da eine ziemlich breite Meinung auch dagegen. Im Moment, das sind jetzt die ersten Tage, wo diese Online-Unterzeichnung auch läuft. Also eigentlich im Zwei-Minuten-Takt sind Menschen dafür, dass das, was dort gefordert wird, nämlich dass Politiker gefälligst und auch die Medien zur Deeskalation mehr beitragen sollen, auch dadurch, dass sie mit Fakten ehrlich umgehen. Also eine wichtige Sache in dem Thema war mir, es wird ja immer so getan, als ob die NATO letztlich ganz unverbindlich Russland gegenüber nie was versprochen hat. Das waren nur so mündliche Sachen. Aber das stimmt nicht. Es gibt von 1997 die sogenannte Pariser Grundakte zwischen Russland und NATO, wo beide Seiten, und ich bin schon dafür, dass beide Seiten auch daran zu messen sind, sich zusagen, Respekt, nicht wieder Zurückfall in die kalten Kriegsgebaren, sich nicht mehr als Gegner ansehen, über mögliche Meinungsverschiedenheiten bis zu Gebietsstreitigkeiten friedlich zu verhandeln. Und an diese Grundakte sind nun mal beide Seiten gebunden. Und gerade was diesen respektvollen Umgang betrifft, finde ich, hat der Westen in letzter Zeit also vieles vermissen lassen. Bleiben wir kurz bei den Medien. Sie sind ja auch vom Fach. Wie erklären Sie sich denn dieses, ja, sagen wir, diese Unkenntnis in den Medien über die Vorgeschichte? Sie haben die Erklärung, das Abkommen zwischen den NATO-Staaten und Russland erwähnt. Es gibt ja auch andere völkerrechtliche Verträge, auf die sich im Moment berufen wird. Das spielt aber alles im medialen Diskurs keine Rolle. Wieso bleibt die Berichterstattung hier so an der Oberfläche und wird dafür auch anfällig für politische Agitation, für Framing und für Agenda-Setting? Ja, mit Unkenntnis kann man das schon gar nicht mehr erklären. Also es ist ja ein Phänomen, dass die Leser und Hörer teilweise mehr wissen als die Journalisten, die dafür bezahlt werden. Das ist ja geradezu also peinlich. So macht sich Journalismus überflüssig, wenn in den Kommentaren mehr Fakten oder auf den gegenalternativen Online-Plattformen mehr Fakten zu erfahren sind als in den großen Medien. Also Unkenntnis allein kann das nicht sein, sonst würde man ja auch diese Argumente mal aufgreifen. Also hier sehe ich eine Art von regierungstreuer Berichterstattung und Konformität, die eigentlich schon schwer zu erklären ist, weil es eigentlich Aufgabe der Journalisten ist, jenseits von parteiischen Parteinamen den Fakten nachzugehen und objektiv zu informieren. Und diese Pflicht sehe ich verletzt und dafür gibt es viele Beispiele, an denen man das darlegen kann. Auf die Beispiele kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Es werden ja mitunter in der Debatte im Moment harte Worte gewählt. Auch das Wort der Gleichschaltung fällt. Kann man von einer Gleichschaltung der Medien im deutschen Sprachraum zumindest, den wir einschätzen können, sprechen? Naja, bei Gleichschaltung stellt man sich immer irgendeinen da oben vor, der schaltet. So läuft es wahrscheinlich nicht. Aber im Ergebnis ist das, was wir sehen, schon sehr homogen. Und wenn man sich fragt, wie ist das möglich ohne eine generelle Order, dann habe ich aus Beobachtung oder was ich von Kollegen höre, wie es so in der Praxis läuft, doch den Eindruck, dass gerade auch unter freien Journalisten, und es gibt ja immer mehr auch junge Leute, die keine festen Verträge haben, doch eine
Atmosphäre der Angst ist, irgendetwas falsch zu machen und keine Aufträge mehr zu bekommen. Mhm. Dafür gibt es genügend Beispiele. Mir hat erst unlängst eine junge Kollegin erzählt, dass sie einen Arbeitgeber kritischen Beitrag auch mit Zahlen gemacht hat. Prompt kam eine Beschwerde des Arbeitgeberverbandes beim Rundfunkchef und die Direktion hat sich dann gegen den Willen der Redakteurin und der Abteilungsleitung sozusagen auf die Arbeitgeberseite gestellt und hat was korrigiert und hat in einer Rundmail also sozusagen die Redakteure zur Ordnung gerufen. Sowas kann man sich als Freie nicht allzu oft leisten. Und solche Geschichten höre ich zuhauf. Also es ist schon nicht ganz einfach, seine Themen, auch Themen werden oft abgelehnt, die man vorschlägt, seine Themen, seine Recherchen wirklich durchzubringen. Das sind die ökonomischen Gründe. Können wir denn die Einseitigkeit... Ja, das ist auch politischer. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie haben ja die ökonomischen Gründe genannt von freien Journalisten, die ihr Geld verdienen durch das, was sie tun und bestimmte Diskurse auch bedienen müssen. Mhm. Kann man denn die Einseitigkeit, die wir gerade in der Ukraine-Krise in den hiesigen Medien beobachten, darauf reduzieren oder... Geht es auch um politische Gründe? Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Ja, ganz sicher. Also dieses Ökonomische ist nur eine Art Disziplinierung. Aber letzten Endes geht es darum, bestimmte Interessen zu verschleiern. Und da haben offenbar nicht nur Politiker ein Interesse dran, sondern was man heutzutage so die politische Klasse nennt. Dieser Tage ist der 10. Todestag von Günter Gauss und ich habe manches von ihm gelernt, aber auch seine Theorie von den zwei Öffentlichkeiten, wo er für die Bundesrepublik, es war auch am Ende der DDR extrem so, aber er sagte, die Bundesrepublik ist auch auf dem Weg dahin, dass die Kluft zwischen veröffentlichter Meinung und nicht veröffentlichter Meinung, die unter den Leuten ist, auch unter Andersdenkenden, die nicht zu Wort kommen, dass die so groß ist, dass gar keine Kommunikation mehr besteht. Das ist also kein ganz neues Phänomen. Neu ist, dass durch diese Online-Foren, durch diese Kommentars, durch diese Chats plötzlich eine Kommunikation erzwungen werden kann und die veröffentlichte Meinung herausgefordert wird mit einer Sachkenntnis, die mich beeindruckt. Und das ist auch eine Hoffnung, dass die Leser und Zuschauer sich das auf die Dauer nicht mehr gefallen lassen, sondern ihre eigenen Möglichkeiten des Faktenchecks haben. Mhm. Und die Journalisten herausfordern. In diesem Zusammenhang gab es in den letzten Tagen und Wochen und wenigen Monaten ja auch Auseinandersetzungen über bestimmte Termini. Die Putin-Versteher sind ein Beispiel. Mhm. Es gab eine große Debatte um die sogenannten OSZE-Beobachter, die ja auch von deutscher Seite entsandt wurden, oder die allgegenwärtigen pro-russischen Separatisten. Das alles sind ja umstrittene Begriffe. Inwieweit wird hier denn über Sprache tatsächlich Politik gemacht und inwieweit wird hier versucht, Fakten zu schaffen über Sprache? Ja, bei bestimmten Begriffen kann man wohl am allerehesten von Sprachregelung oder Gleichschaltung reden. Also diese OSZE-Beobachter, die angeblichen waren, ein ganz typischer Fall, wo behauptet wurde, da hatten Leute von der OSZE ein Mandat, also das ist eine demokratische europäische Einrichtung und unerhört, die werden jetzt festgenommen. Es sickerte sehr bald durch, dass das nur bilaterale Absprachen zwischen Kiew, wo da auch schon eine Sprachregelung zugange ist, man redet dann immer harmlos von Übergangsregierung oder so, während man natürlich auf der anderen Seite von Putschisten und Putschistenregime redet, im Grunde wie demokratisch legitimiert das immer war die Maidan-Bewegung auch eine putschistische Bewegung. Aber das ist noch wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls sickerte sehr schnell durch, dass es kein OSZE-Mandat gab. Dann wurde in der Presse teilweise das entweder weiter benutzt, der Begriff, oder von potenziellen OSZE-Beobachtern gesprochen, die angeblich aber im Rahmen eines Wiener Abkommens der OSZE doch noch legitimiert sind, was auch falsch war. Denn dieses Wiener Abkommen sagt, die müssten sich vorher anmelden, die müssten eine Uniform haben, gekennzeichnet sein. Aber diese Offiziere der Bundeswehr und anderer NATO-Armeen, die waren in Zivil da, die waren bewaffnet, die haben sich Notizen gemacht. Also alles Gründe, sehr misstrauisch zu werden.
Ich will nichts unterstellen, aber ich weiß aus dem Jugoslawienkrieg, dass solche Beobachter genannten Leute sogar Bombenziele markiert haben. Das muss hier gar nicht so sein. Ich will nur sagen, es gab natürlich Gründe, misstrauisch zu sein, und es war vermutlich rechtens, diese Leute erstmal zu verhaften. Und das Wort Geiseln war wieder so eine Sprachregelung, die nichts mit dieser Realität zu tun hatte im Grunde. Es waren Gefangene, die zum Austausch angeboten wurden, und es war nicht korrekt, diese Leute in Zivil und ohne Absprache dahin zu schicken. Und man kann andere Begriffe, also auch der Begriff Annexion muss hinterfragt werden von einer objektiven Presse. Die Annexion der Krim. Die Annexion der Krim. Manchmal, und das gehört zum Gesamtsystem, der, wie Chomsky das nennt, Konsensmeinungsmache. Manchmal muss man dankbar sein, wenn zum Beispiel das Feuilleton der FAZ dann jemand wie den von mir geschätzten Reinhard Merkel, ein Strafrechtler, Völkerrechtler, zu Wort kommen lässt, der sagt, das war mitnichten eine Annexion, weil eine Annexion immer eine gewaltsame Aneignung eines Territoriums gegen den Willen der Bevölkerung ist. Und die Aneignung war wirklich weder sehr oder überhaupt gewaltsam. Es gibt, glaube ich, keine Todesopfer da. Und es war auch nicht gegen den Willen der Bevölkerung, sondern es war sogar mit einem Volksentscheid begleitet. Und er sagt, es war eindeutig eine Sezession. Die ist zwar nach ukrainischer Verfassung auch nicht konform, aber Putin ist nicht an diese Verfassung gebunden. Also es sind rechtlich umstrittene Fragen, und die Journalisten hätten die erörtern müssen. Einmal erscheint dann sowas, aber es geht niemand drauf ein. Das gehört zu dieser Konsensmasche. Man kann immer sagen, ach, wir haben es ja gesagt, man kann es doch nachlesen. Aber wenn 100-mal das andere wiederholt wird und Annexion immer weiter benutzt wird, dann geht das auch in Vergessenheit. Sie haben ja eben die Führung in Kiew genannt, auch mit den Sprachregelungen, die damit einhergehen. Nun ist es ja so, dass diese Führung in Kiew nicht ganz unbekannt ist, auch für hiesige Gremien, diskursbestimmende Gremien, Machtgremien, Machtinstitutionen. Dieser Herr Jasenjuk, mit dem haben Sie sich ja befasst. Sie haben, glaube ich, auch in einer Rede über ihn gesprochen, da recherchiert. Wie gesagt, sind es neue Personen, die da jetzt auf die Agenda treten, oder sind es alte Bekannte von NATO und von den Ländern, die wir unter diesem Begriff des Westens subsumieren? Nein, das sind natürlich alte Bekannte. Ich bin deshalb auf diese Person aufmerksam geworden, weil wiederum im Netz, als es akut war, Aufregung war, weil seine Website seiner Stiftung verschwunden war. Und man vermutete, dort gibt es einiges zu verschweigen. Und dann war die Aufregung so groß, dass nach einer Woche oder so lange die Website wieder freigeschaltet werden musste. Und dort konnte man dann nicht nur sehen, wer die Finanziers dieser Stiftung sind, sondern wenn man sich mit diesen Menschen dann erstmal befasst hat, das stand nun nicht auf seiner Website, aber es gibt ja dann Links, wo man Zusätze findet, dass er schon mal als Präsidentschaftskandidat angetreten war, aber mit 7% jämmerlich gescheitert war. Und dass dennoch der Westen, insbesondere amerikanische Medien, ihn immer als unseren Mann deklariert haben, und nicht nur deklariert, sondern auch gut finanziert. Seine Stiftung Open Ukraine .com kann man also jeder nachprüfen, das ist ja das Schöne am Internet. Die wurde also finanziert vom US-Außenministerium, von der NATO, von der Adenauer Stiftung, von dem Rockefeller Center, also das war schon sehr eindeutig, wo das hinging, und er hat also jahrelang Kongresse und Tagungen abgehalten, die sich mit der Annäherung, und zwar militärisch und ökonomisch, an die EU beschäftigt haben, und da wurde schon auch mal direkt ins NATO-Hauptquartier geschaltet, live, oder ein NATO-Generalsekretär kam zu einer solchen Tagung. Also da gab es über Jahre enge Kontakte. Nun muss man ja gar nichts dagegen haben, dass es Leute gibt, die sich für eine EU-Annäherung engagieren. Warum nicht? Also es spricht ja auch manches dagegen. Bloß dann müssen die Journalisten wiederum auch offen sagen, was zum Beispiel dieses EU-Assoziierungskommen gebracht hätte. Über die Motivation, dass man das auch ablehnen kann, war hierzulande gar nichts zu erfahren. Dieses
EU-Abkommen waren nur alles Gute und Schöne, dass das aber auch eine Art Freihandelsabkommen gewesen wäre oder jetzt sein wird, dass die Ukraine ihre Wirtschaft unter die Regie des IWFs, des Internationalen Währungsfonds, stellen müsste, dass der 2010 schon mal 15 Milliarden zugesagte Gelder geblockt hat, weil die Ukraine sich gewagt hat, einen Mindestlohn zu beschließen. Oder dass die Auflage war, die Subventionierung der Heizkosten muss künftig unterbleiben, das heißt, sie würde sich verdoppeln. Also das lief auf ein griechisches Modell hinaus für die Ukraine und das hätten die Journalisten zumindest auch mal erwähnen müssen, damit man Verständnis hat, dass es eine sehr schwere Entscheidung war, vor der die Ukraine stand. Es gab sicher Gründe für und gegen dieses Assoziierungsabkommen mit der EU und es gab sicher Gründe für und gegen dieses Abkommen, was Putin geboten hatte mit den billigen Gaspreisen. Die ukrainische Regierung, die damalige, und sie mag oligarchisch selbstverständlich gewesen sein, aber sie war immerhin frei gewählt, stand vor einer schwierigen Entscheidung, vor einer Zerreißprobe zwischen den beiden Mächten. Und genau das hat eben diese Krise in unverantwortlicher Weise geschürt, sodass wir jetzt zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg und 100 Jahre nach dem Ersten schon wieder erwägen müssen, ob ein Krieg in Europa, in der Welt möglich ist. Das ist doch eigentlich eine undenkbare Situation, in die uns die Politiker da reinreißen. Und das ist auch etwas, was die Leute natürlich umtreibt. Sie haben ja jetzt öfter alternative Medien erwähnt. Sie haben gesagt, dass es eine große Expertise, Fachexpertise auch gibt in den Foren, in alternativen Medien. Sie sind ja selber auch aktiv in dieser alternativen Medienlandschaft. Mhm. Erklären Sie doch kurz, worum geht es da bei diesen Projekten und was kann denn da ausgerichtet werden? Naja gut, das muss ich ja hier nicht richtig erklären. Wir befinden uns ja in so einem Projekt, das ich mit Sympathie begleite, aber auch andere wie Kontext TV oder es gibt ja ganz bekannte Seiten wie die Nachdenkseiten und die Rationalgalerie und viele andere Seiten, die Gegeninformationen bieten. Also insgesamt machen aber diese Gegenplattformen einen Druck auf die sogenannten Mainstream-Medien, der letzten Endes unerlässlich ist. Und noch kann ich nicht sehen, dass sich da wirklich viel geändert hat. Aber die Herausforderung ist da, dass wir sicher nicht flächendeckend, aber dass wir doch einen Stamm von Lesern und Zuschauern haben, die selbstständig denken können und die man nicht unterschätzen soll. Vielen Dank.